Therapie, wenn man das so sagen möchte. Warum das ein bisschen schwierig ist, das so genau zu sagen, das vielleicht ganz einfach erstmal zur Erklärung, was ist eigentlich Code for Germany? Wir sind ein Projekt der Open Knowledge Foundation Deutschland und das wiederum ist ein Verein mit Sitz in Berlin, die ganz viele Projekte haben. Eins davon ist fragdenstaat.de, was vielleicht der ein oder andere kennt, ein anderes Jugendhackt, so als Jugendhackathon-Wochenendenformat und wir als Code for Germany, wir gehören eben auch dazu, zu dieser großen Open Knowledge Familie. Wir sind Ehrenamtliche in ganz Deutschland, deswegen sage ich auch, es ist so schwer, wir zu sagen, weil wir eigentlich eine ziemlich diverse und vielfältige Community sind. Es ist manchmal ganz schön komplex, irgendwie nachzuvollziehen, wer eigentlich was gerade tut, weil wir auch unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen arbeiten. Und wenn ich sage, wir arbeiten, dann meine ich damit vor allem, dass wir verschiedene Dinge angehen. Zum Beispiel haben wir diesen Namen Code for Germany und dazu gehören ganz klar Projekte. Das Ganze wird übrigens hier auch aufgezeichnet, das heißt, hinterher kann man das nochmal anhören. Jo, habe ich. Und dann kann man eben schauen, was wollen wir eigentlich coden? Von Menschen für Menschen. Weil es gibt ja total viele Tech-Themen, Tech-Unternehmen, die gehen hin und sagen, also, wir sind jetzt Unternehmen XY und wir wissen auf jeden Fall, wir haben hier ein tolles Geschäftsmodell. Wir als Code for Germany sagen, was ist eigentlich, wenn wir einfach mal ausprobieren, was wirklich Menschen helfen kann mit dieser Technik? Das heißt, wir setzen tatsächlich Dinge um. Wir arbeiten aber auch total viel mit Daten, die es schon gibt. Ob das jetzt entweder Community-getriebene Ansätze sind, wie zum Beispiel OpenStreetMap oder Wikidata. Oder wir gehen in die Städte und sagen, hey, macht ihr doch bitte mal offene Daten. Also öffnet eure Datenschätze, nicht nur die eingescannten PDFs, sondern am besten irgendwelche CSVs, dass wir damit arbeiten können. Und dann gibt es natürlich noch den dritten Teil, das ist die Vermittlung. Und das heißt, wir versuchen ein bisschen zu schauen, was brauchen denn Bürger und Bürgerinnen in einer digitalisierten Welt und wie ist das genau auf der anderen Seite? Das heißt, was liefern eigentlich Verwaltungen gerade? Und ich glaube, gerade so in Zeiten von Corona ist das verdammt spannend zu sehen, was funktioniert eigentlich alles digital und was eben vielleicht auch noch nicht. Und deswegen sind wir eigentlich immer total dabei, wenn es heißt Digitalisierung. Finden wir nämlich super. Bisschen problematisch wird's, wenn wir dann sehen, das heißt vor allem, ich habe hier das Produkt, ich habe hier diese App, ich habe hier ein neues Startup. Und dann stellen wir die Frage, ah cool, du hast eine Anwendung und du hast noch eine Anwendung und du hast noch eine Anwendung und vielleicht noch irgendein Programm. Und das sind alles Sachen, die super fancy aussehen und alle so Kleinigkeiten für sich haben. Aber was steht eigentlich dahinter? Wenn man ein bisschen weiter guckt, was zum Beispiel kann meine super schicke Corona-Kauf-um-die-Ecke-App? Naja, sie kann vor allem eins, nämlich ganz viele Datensilos zu produzieren. Das heißt also, wir haben diese ganzen Anwendungen und in diesen ganzen Anwendungen werden Daten gesammelt und verarbeitet und ausgewertet, die aber eigentlich nicht miteinander verknüpft werden. Das heißt, es gibt viele Menschen, die wollen Innovation. Die wollen schnell was Neues. Die wollen schnell Apps oder irgendwas, das schick aussieht. Dann ist aber die Frage, was genau steht eigentlich dahinter? Meistens ist damit gemeint, wir machen einen Hackathon, weil wir brauchen total viele kreative Köpfe, die die Revolution in den Verwaltungen starten und ganz neue Sachen machen. Oder wir brauchen Startups, die schnell und agil und modern das Ganze digitalisieren können. Und natürlich muss das alles wirtschaftlich sein. Wir brauchen gute Business-Modelle und dann kann das auch Ganze finanziert werden. Wir als Code for Germany sagen da so ein bisschen, Leute, es ist 2020. Uns gibt es mittlerweile seit 2014 und seit 2014 machen wir den ganzen Kram und sammeln irgendwelche Erfahrungen. Das alles aber auf digitaler Ehrenamtsbasis. Das heißt, wir haben einfach Bock da drauf und wir machen das in unserer Freizeit und dabei haben wir eine ganze Menge gelernt. Wenn ich jetzt so sage, wir machen das jetzt schon 6 Jahre und vielleicht sind Hackathons nicht immer der richtige Ansatz, um wirklich Innovation zu machen, vielleicht nochmal vorab, bitte versteht das nicht falsch. Wir lieben es nämlich zu hacken oder zu coden oder Hackathons. Sonst wird es uns ja eigentlich gar nicht geben. Aber wir sagen eben,
Bitte schaut mal ein bisschen genauer drauf. Was wollt ihr eigentlich, wenn ihr sagt, ihr wollt Innovation? Hackathons, die können nämlich total viel. Hackathons können zum Beispiel super schnell super viel Kreativität freisetzen. Hackathons können auch super viele Menschen einfach zusammenbringen. Und Hackathons können Aufmerksamkeit schaffen für Themen, die vielleicht sonst eher in den Hintergrund geraten, wenn man eben bestimmte Ziele hat, die man erreichen möchte. Man kann tolle Prototypen bauen, relativ schnell einfach mal anschauen, wie könnte denn eine Umsetzung aussehen. Und Hackathons können verdammt viel Spaß machen, natürlich. Sie können auch Wissen verbreiten, indem man mit anderen zusammenarbeitet, indem man voneinander lernt und sich einfach mal zum Beispiel ein Wochenende oder 3 Tage oder vielleicht auch nur 2 Tage Zeit nimmt, sich zusammensetzt und gegenseitig voneinander lernt, besser wird und Spaß hat. Eine Sache sollte man dabei aber nicht vergessen. Hackathons können nämlich nicht Nachhaltigkeit. Und das ist genau die spannende Frage, wie kann man Nachhaltigkeit mit Software, mit Digitalisierung schaffen? Und das heißt auf der einen Seite natürlich sowas wie ökologische Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite aber eben auch so ein bisschen Software-Nachhaltigkeit. Wenn man nämlich viele fancy Apps hat, also ganz viele einzelne Anwendungen, die alle schick aussehen, aber irgendwie noch nicht ganz fertig sind, sondern nur so ein bisschen Prototypen, wo viele, viele, viele Stunden auch oft ehrenamtliche Arbeit reingeflossen ist, ist ja die Frage, wie kann man es eben vermeiden, dass es solche Datensilos gibt? Und da muss man eben ein bisschen weiterdenken. Da muss man sich überlegen, was für eine Infrastruktur steckt eigentlich dahinter? Wie können wir die Daten, die am Ende rausfallen, weiterverwenden? Und deswegen ist es unser Ziel, eben genau offene Daten zu machen, weil viele, viele, viele einzelne Anwendungen bringen eigentlich gar nicht so viel. Wenn man aber die Daten dahinter frei zur Verfügung stellt, wenn ich zum Beispiel in meine App eingebe, was sind die Öffnungszeiten bei meinem Laden um die Ecke, dann kann es sein, dass diese App das in ihrer eigenen Datenbank speichert. Das ist dann zwar schön, aber wenn zum Beispiel in einem halben Jahr diese App nicht mehr gebraucht wird, vielleicht das Projekt kaputt geht, nicht gefördert wird, sich die Menschen zerstreiten, was auch immer passiert, dann sind die Daten, die ich angegeben habe, alle futsch. Was aber passiert, wenn ich das zum Beispiel mit sowas wie OpenStreetMap verknüpfe, also mit irgendwas Bestehendem, und dann diese Daten wiederum nehmen kann für alle anderen Anwendungen? Das wäre so ein bisschen das Ziel dahinter. Und deswegen sagen wir immer, hey, offene Daten, nicht nur die, die wir so ein bisschen aus ehrenamtlicher, zivilgesellschaftlichem Engagement heraus produzieren, aber eben auch die, die von der anderen Seite kommen, die, die von der Verwaltung kommen. Bitte macht die nicht in irgendwelche super kleinen, kleinteiligen Sachen oder vor allem, dass ihr nicht selber rankommt, sondern öffnet die Daten, dass ihr selbst, aber auch alle anderen Zugang darauf haben. Wir wollen freie Software, weil nur freie Software kann man auch tatsächlich weiterentwickeln. Von dem Sicherheitsaspekt brauchen wir, glaube ich, gar nicht erst anzufangen. Natürlich ist eine Software, in die möglichst viele Leute reingucken können, auch möglichst sicher. Aber wichtig dabei ist vor allem, dass es eben weiterentwickelt werden kann. Dass man vielleicht sagen kann, hey, das ist ein Element, das passt woanders wiederum rein. Und damit natürlich dann auch offene Schnittstellen, dass alle diese einzelnen Komponenten zusammenarbeiten können. Offene Lizenzen. Es bringt mir nichts, wenn ich irgendein lizenziertes Dateiformat habe, womit ich nicht weiterarbeiten kann. Und natürlich, das ist das allerletzte, Open Government, dass wir tatsächlich offene Verwaltungsstrukturen haben, wo wir als Bürgerinnen und Bürger auch ganz einfach reinschauen können. Das ist jetzt das Problem. Was man hier sieht, das sind Daten. Das sind ganz viele Daten. Ich glaube, das sind die Naturschutzgebiete aus Wuppertal. Und wenn wir sagen, hey, wir wollen offene Daten, dann meinen wir meistens sowas, ist natürlich, um das tatsächlich zu erklären, viel zu abstrakt. Und deswegen ist so ein bisschen die Frage, wer macht das schick? Wer kann mit diesen Daten umgehen und das aufbereiten? Das ist ein Vorbild von uns. Das kommt aus San Francisco. Dort gibt es nämlich Code for America. Und die haben schon ein bisschen vor uns angefangen, sich zu überlegen, wie können wir denn wirklich Anwendungen von Bürgern für Bürger machen, die auch tatsächlich was bringen. So dass sie einfach zu nutzen sind, vor allem zugänglich für alle, möglichst barrierefrei und einfach sinnvoll. Wir dachten uns, okay, 2020, alle reden von Klima, alle reden von Umwelt, dann schauen wir doch mal, wie wir diese beiden Themen zusammenbringen können. Also auf der einen Seite offene Daten, offene Verwaltung,
und auf der anderen Seite Nachhaltigkeit im Umweltsinne. Und das haben wir so ein bisschen überlegt, kann man eigentlich auf verschiedenen Ebenen machen. Und zwar können wir einmal überlegen, wie kann man eigentlich das individuelle Verhalten beeinflussen. Also so diese ganzen Apps, die die Einzelpersonen irgendwie dazu bewegen, besser zu werden. Da haben wir uns eine Trinkwasser-App ausgedacht. Die ist jetzt auch schon ein bisschen älter, soll aber aktualisiert werden. Dann haben wir politisches Handeln. Damit man wirklich politisch aktiv werden kann, muss man natürlich wissen, wie ist eigentlich die aktuelle Situation. Und genau das kann man eben sehen, wenn man öffentliche Daten nimmt und die visualisiert. Und auch dafür gibt es ein Projekt, Klimawatch. Und dann haben wir noch eine Sache, natürlich so das Idealziel am Ende, dass man nicht diese ganzen einzelnen Datensilos hat, dass man nicht diese ganzen kleinteiligen Anwendungen hat, von denen jeder sein eigenes Businessmodell durchsetzen will, sondern dass wir sagen, wir brauchen übergreifende Plattformen. Digitransit ist da so ein kleines Schlagwort in dem Bereich. So, dann schauen wir es uns doch nochmal im Detail an. Was zum Beispiel ist so eine Trinkwasser-App? Gemeint ist das Ding hier, wie gesagt, ist jetzt schon so ein bisschen älter, aber was tut es? Das ist eine Visualisierung für Trinkwasser. Und zwar so, wie es aus der Leitung kommt. Viele Menschen gehen in den Supermarkt und kaufen Wasser in Flaschen ein. Nicht unbedingt, weil es ihnen besser schmeckt, sondern weil sie sagen, das ist vielleicht gesünder oder das ist vielleicht besser, aus welchen Gründen auch immer. Fakt ist, in Deutschland ist Trinkwasser eins der am besten geprüften Lebensmittel. Ist natürlich vor allem so ein bisschen auf diese Leitung von den Stadtwerken draußen bezogen und nicht so sehr im Haus, aber auch dafür gibt es Ansätze. Und jetzt ist die Frage, wie kann man denn schauen, was in diesem Leitungswasser drin ist? Und da haben sich vor ein paar Jahren Menschen zusammengesetzt, kam aus Heilbronn, ist dann über andere Städte wie Berlin oder Leipzig gegangen. Und dann kann man so ein bisschen visualisieren, welche Mineralstoffe sind denn jetzt eigentlich bei mir in meinem Leitungswasser, was hier aus dem Hahn kommt? Lohnt sich das wirklich, dass ich losgehe und Wasser in Flaschen kaufe, was dann lange durch die Gegend gefahren werden muss? Und daraus ist so eine kleine Anwendung entstanden, die das Ganze visualisiert. Aber auch das geht uns mittlerweile deutlich zu kurz. Eigentlich wäre das Ziel, und da arbeitet gerade Code for Leipzig ziemlich stark daran, dass man einfach nach vorne bringt, diese Daten, die müssen veröffentlicht werden, weil das so vorgesehen ist. Die sind aber oft als PDF-Dokumente veröffentlicht. Und wir alle wissen, PDF-Dokumente sind überhaupt nicht geeignet, um damit irgendwie strukturiert wirklich Daten auslesen zu können. Viel besser wäre sowas wie CSV, also Comma Separated Values. Einfach einzelne Zahlen, die mit Komma voneinander abgetrennt werden und die man dann in andere Programme, Schnittstellen, was auch immer, einlesen kann. Und genau dieses Schnittstelle ist nämlich noch so ein Punkt. Also unser Plan wäre, dass wir einfach mal abfragen, wie sind denn die aktuellen Trinkwasserwerte über unsere Schwester, Befreundete, wie auch immer, Plattform fragdenstaat.de, die sich ja für sowas hervorragend eignet. Wir dachten, wir stellen das jetzt erstmal zurück. Gerade haben wahrscheinlich Gesundheitsämter, also die dann auch für sowas zuständig sind, bisschen was Besseres zu tun, als sich jetzt mit unseren Trinkwasseranfragen zu beschäftigen. Das sehen wir ja auch und deswegen haben wir das ein bisschen zurückgestellt. Und am Ende soll dann sowas rauskommen, dass wir eine Datenbank am Ende haben, über die man dann ganz einfach Abfragen stellen kann und Trinkwasserwerte vergleichen kann aus den einzelnen Städten, dass man quasi einmal ganz Deutschland versucht zusammenzufassen, dass man da zeigen kann, wie kann man eigentlich durch offene Daten, die dann nämlich hinten dran stehen, indem wir die bekommen und zusammenfassen, wie kann man dadurch das Verhalten von Einzelnen verändern und so ein bisschen verbessern. Einfach, weil man die Möglichkeit hat, sich zu informieren. Also wer sich dafür interessiert, es wird gerade sehr aktiv in Leipzig, wie gesagt, entwickelt, aber auch an vielen anderen Standorten. In Deutschland ist so ein bisschen unser Lieblings-Community-Projekt des Jahres, glaube ich, weil es auch so schön geworden ist mit der Anschaulichkeit. Trotzdem, wer es besser machen kann, ist natürlich auch dafür herzlich eingeladen. So eine andere Sache, die wir noch hätten, das wäre Klimawatch. Das hat sich Münster ausgedacht. Einfach mal zu schauen, hey, wir haben so viele politisch aktive Gruppen und die brauchen Daten und es gibt in den Städten Daten. Und jetzt zu schauen, wie kriegt man das zusammen? Daten und politisch aktive Gruppen.
Und da sind mittlerweile noch einige andere Städte dran beteiligt. Jeder kann aber da tatsächlich mitmachen. Genauso wie gerade eben bei der Trinkwasser-App auch. Brauchen wir hier eigentlich einfach nur die CSV-Dateien mit den jeweiligen Werten. Dann schreibt man einfach an münster@code4.de, schreibt eine nette Mail, guten Tag, ich möchte gerne mitmachen, ich habe hier ein paar Daten. Oder vielleicht auch, wie komme ich am besten an Daten? Und dann kann man auch das bei klimawatch.de eintragen. Und dahinter steht so ein bisschen die Idee, wie kann man denn eigentlich sich überlegen, wenn man eben politisch irgendwie Dinge einordnen muss, was kann man da tun? Ganz großes anderes Thema ist natürlich auch das Fahrradfahren. Da gibt es ja das Projekt Radentscheid, wo es so ein bisschen darum geht zu schauen, wie viel Platz haben wir eigentlich gerade für Fahrradfahrer in unserer Stadt? Und da überlegt sich gerade Bielefeld, die jetzt ganz neu dazugekommen sind. Ihr Gründungstreffen ist sogar jetzt leider ausgefallen durch Corona. Aber die sind schon hinten dran fleißig am Rumwerkeln und zu schauen, was kann man eigentlich mit Fahrraddaten machen, um das erstmal zu visualisieren, damit andere dann damit weiterarbeiten können. Auch Bielefeld freut sich natürlich über Mails an bielefeld@code4.de. Das also ganz kurz zum Projekt Klimawatch. Und dann natürlich noch Digitransit. Ich glaube, das muss ich hier gar nicht mehr allzu weit ausführen, weil ich hoffe, ihr habt alle schon den Vortrag gesehen, der vom letzten Kongress, nämlich Verkehrswende selber hacken. Da haben die tollen Menschen aus dem Verschwörhaus in Ulm einfach mal gezeigt, wie man das ein bisschen attraktiver machen kann, von A nach B zu kommen. Hier ist der QR-Code. Ich hoffe, den haben jetzt alle, die den Talk noch nicht gesehen haben oder noch zu wenig gesehen haben, auf jeden Fall abgescannt. Sonst einfach selber auf mediaccc.de suchen. Aber Digitransit ist eigentlich so ein bisschen der Gedanke, der aus Finnland kommt. Hey, wie können wir eine einzige offene Plattform schaffen, die mit verschiedensten Daten von überall her arbeiten kann? Und sehr oft ist es so, dass wenn man denkt, boah, große Sachen, dass man dann auch in die großen Städte guckt. Tatsächlich ist Digitransit gerade ziemlich aktiv, wird entwickelt aus einer kleinen Stadt in der Nähe von Stuttgart, nämlich in Herrenberg. Dort sitzen tatsächlich Menschen, die versuchen, das auch ein bisschen voranzutreiben. Also zu schauen, wie kriegt man das irgendwie auf die aktuellste Java-Version im Hintergrund und dass sie es auch geschafft haben. Die eben schauen, wie kann man denn verschiedene Sachen miteinander verbinden? Wie kann man die Zugdaten genauso einbinden wie auch verschiedene private Möglichkeiten vielleicht von A nach B zu kommen. Pendler, die sowieso fahren, kann man da nicht irgendwie auch Verknüpfungen schaffen? Die Mitfahrdezentrale ist da noch so eine Sache, die man sich auf jeden Fall anschauen kann. Das heißt also, wenn man so ein bisschen sich anschaut, wir haben einmal so dieses individuelle Handeln, so in einem sehr kleinteiligen Bereich, dann, wo öffentliche Daten auf jeden Fall weiterhelfen können, dann haben wir so die nächste Ebene für politisch Aktive. Und dann haben wir natürlich die Sache, wo man sagen könnte, okay, eigentlich wäre das Ziel, was wir auch wollen, dass alle Verwaltungen es schaffen, selbst Expertise in ihre eigene Einrichtung zu holen, dass man dann selbstständig solche Sachen entwickeln und zusammenfassen kann, wie zum Beispiel ehrenamtlich zeigen, aber eben auch tatsächlich Menschen, wie zum Beispiel in Herrenberg, die dort ein großes Problem hatten mit ihrer Luft und wo es dann hieß, okay, wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Geld übrig und mit diesem Geld können wir das einfach mal ausprobieren, als eine Möglichkeit, unser Stadtklima zu verbessern, mal Daten zusammenzutragen, zusammenzubringen, sie abrufbar zu machen, eben über offene Schnittstellen und dann zu schauen, okay, wie kriegt man das zusammen? Wobei jeder, der sich schon mal mit Daten in dem Bereich auseinandergesetzt hat, wahrscheinlich weiß, es sind überall das gleiche Problem. Die gleiche Haltestelle fünfmal eingetragen, gerade bei Geodaten dann Länge und Breite vertauscht, dass man das erstmal alles auseinanderformeln muss. Also wenn wir sprechen von, wir hätten gerne offene Daten, klingt es so leicht. Tatsächlich steckt da natürlich wahnsinnig viel dahinter. Und dann haben wir noch eine Sache, die ist jetzt ganz neu. Lokalwirk.de ist entstanden tatsächlich aus dem Wir vs. Virus Hackathon heraus, weil Menschen aus unserer Community gesagt haben, hey, da wollen wir auch irgendwie mitmachen. Und die gesehen haben, es gibt total viele Anwendungen, die eben genau dafür da sind, um die Ecke einzukaufen. Das ist jetzt in Zeiten von Corona natürlich irgendwie sinnvoll. Wie kann man weiterhin dort einkaufen? Aber auch hinterher habe ich eigentlich Läden um die Ecke, die ich gar nicht kenne, die aber genau die Elektronik oder was auch immer verkaufen, die ich sonst von weiter weg herholen muss.
und lokal wirkt, hat sich gedacht, okay, wir machen eigentlich genau das. Wir nehmen die Daten von OpenStreetMap, bereiten die ein bisschen auf, reichern die an und was wir dann machen können, ist, für verschiedene Städte genau das auszuliefern, was die Menschen haben. Welche Geschäfte gibt es hier? Wann sind die Öffnungszeiten? Was bekomme ich da? Und das ist letztlich, was dann dabei rausgekommen ist. Man sieht hier so einen ganz kleinen Screenshot zum Beispiel aus Bonn. Die Stadt Bonn zum Beispiel, die unterstützt das auch offiziell. Also die hat sich dahinter gestellt und gesagt, jo, wir pflegen für unsere Stadt diese Datenbank. Und das Schöne ist, es ist halt eben keine geschlossene Datenbank, sondern die Daten gehen auch wieder raus. Die gehen wieder Richtung OpenStreetMap, damit am Ende, falls dieses Projekt nach Corona oder weil die Ehrenamtlichen keine Zeit mehr haben oder was auch immer passiert, die Daten trotzdem weiter da sind. Das heißt also, offene Daten sind eben genau das, Daten, die jeder benutzen kann, wo man vielleicht maximal noch sagen muss, wer hat die eigentlich erhoben. Und das auch aus den verschiedensten Bereichen. Ich habe hier mal so eine kleine Übersicht. Einfach nur, dass man es nochmal so im Kopf hat. Es geht von Umweltdaten, zum Beispiel, wie gut ist meine Trinkwasserqualität, über öffentlichen Nahverkehr, über Wohnen, wie hoch sind die Mietpreise, sehr umstrittenes Thema, wo es eigentlich auch die Datenlage dazu absolut katastrophal ist, dass keiner weiß genau, wie hoch der Mietspiegel tatsächlich ist. Das heißt aber auch, dass wenn wir sagen, wir wollen offene Daten, dass die halt vollständig und direkt offen sein sollen und man sich nicht noch irgendwo einloggen muss oder was bezahlen muss oder was auch immer. Das sind dann nämlich nur so, wir sagen es ganz liebevoll, pseudo-öffentliche Daten, die man nicht unbedingt braucht. Ich habe gerade schon erwähnt, wir haben eine ganze Menge Zeit schon hinter uns. Wir haben so ein paar Ideen, wie man bestimmte Dinge angehen könnte, aber vor allem, die zeigen sollen, wie wichtig es eigentlich für eine ein Stück weit bessere Welt und vielleicht bessere Digitalisierung ist, was man tun kann. Wir haben schon eine ganze Menge gelernt. Das hat die wunderbare Ulrike oder auch auf Twitter die Dumdi da aufgeschrieben in unserem Blog. Und ich glaube, das sind so die zentralen Punkte. Deswegen will ich die hier nochmal zum Ende ganz kurz zusammenfassen. Die schönsten Apps bringen nichts. Die fancyste Oberfläche ist total nutzlos, wenn die Datenqualität dahinter nicht stimmt. So, sei es jetzt, dass Länge und Breite bei Ortsdaten vertauscht sind, dass ich gar nicht weiß, ist das jetzt überhaupt richtig? Oder einfach, dass, ja, Kleinigkeiten, ist das Komma an der richtigen Stelle? Wie gut sind tatsächlich die Daten als erster Punkt? Was will ich eigentlich erreichen? Also eine Problemanalyse zu machen. Wie gesagt, Hackathons sind absolut großartig, um viele Dinge zu tun, um Ehrenamtliche vor Ort zu finden, um sich zu vernetzen, um Spaß zu haben, um Wissen. Alles toll. Aber wenn ich eigentlich Innovation möchte, dann sollte ich vielleicht mal ein bisschen weiterschauen. Ich sollte mich umschauen, was gibt's denn schon? Hat zum Beispiel Finnland irgendwie schon eine geile Sache, an der man vielleicht zusammen weiterarbeiten kann? Es muss nicht jeder immer bei Null und von vorne und ganz neu anfangen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass in dem 100.000. Hackathon nochmal die gleichen Sachen ganz von vorne angefangen werden, ist dann doch relativ hoch. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Hackathons grundsätzlich eine absolute Katastrophe sind. Die Frage ist nur, was will ich eigentlich? Und wenn ich eine wirklich innovative digitale Verwaltung zum Beispiel in den Städten auf kommunaler Ebene möchte, dann muss ich halt schauen, wen betrifft das denn alles? Und wer sind vielleicht die Gruppen, die benachteiligt sind? Und dann zu schauen, wie kann ich diese Gruppen unterstützen? Und nicht die, die vielleicht einfach sich überlegen, ja, ich programmiere irgendwas, weil da hat die Welt schon lange drauf gewartet. Das heißt also, dieses ganze Digitalisierung in Verwaltung, wirklich offene Schnittstellen, offene Daten anbieten, das ist eben kein Kurzstreckenlauf, sondern das ist ein Marathon. Und das sieht man ja auch so ein bisschen an diesem Klimading. Es dauert unfassbar lange, bis sich irgendwas verändert. Und wir brauchen, glaube ich, alle da noch so ein bisschen viel Luft dafür. Gerade wird auch ziemlich viel auf ehrenamtlichen Schultern tatsächlich getragen von Menschen, wie zum Beispiel jetzt irgendwie dieses Projekt Lokal wirkt, was gerade mal aus dem Boden gestampft wurde, wie Klimawatch, was auf dem Boden gestampft wurde, in wenigen Wochen teilweise nur. Also in ein paar Stunden bis zum ersten Prototypen, der läuft, und dann noch so ein paar Wochen, bis man es dann wirklich als Nutzer auch benutzen kann. Und das Problem ist halt, dass total viele Förderungen auch darauf
abzielen, dass man neue Sachen macht, aber nicht das weiter bestehen kann, was es schon gibt. Deswegen sollten Förderungen vielleicht auch so ein bisschen laufen mit Reform. Oder Civic Tech, also so ein bisschen diese Gemeinnützigkeitsidee, könnte vielleicht auch förderungswürdig sein. Ohne viel Papierkram ist natürlich immer gut. Und dann vor allem auch freie und offene Software. Das heißt, wenn von irgendwelchen öffentlichen Einrichtungen Geld ausgegeben wird, dann doch bitte für das, was wir alle nutzen können. Das also war so ein bisschen der Überblick, was wir gerade versuchen, ein bisschen voranzutreiben. Ich hoffe, ich habe am Anfang alles gesagt, was irgendwie wichtig war. Ich glaube, der Einstieg war ein bisschen holprig. Auf jeden Fall, wir als Code for Germany versuchen diese Projekte, versuchen die Daten, die es schon gibt, aber auch welche, die wir gerne noch frei hätten, und eben auch noch die Politik, also und die Verwaltung zu versuchen zu erklären, warum das wichtig ist. Das sind alle Sachen, die wir irgendwie machen. Wer sich jetzt vielleicht dafür interessiert, wir haben vorgestern tatsächlich ein Handbuch ausgegeben, ein kleines PDF-Dokument zur Krisenresilienz von Verwaltung, weil wir eben gesagt haben, okay, was haben wir denn schon alles irgendwie so von diesen ganzen Corona-Sachen irgendwie gelernt und gesehen und wie können wir das auch wiederum zurückspiegeln, damit das noch mehr mitbekommen. Das genauso wie ein großer offener Brief, den total viele Organisationen unterstützt haben, auf digitalezivilgesellschaft.org und dann eben auch noch eine kleine Sammlung zu Open Data, die wir mal von Code for Osnabrück angelegt haben. Das würde ich auch noch in das Pad schreiben zu diesem Talk. Und damit würde ich nur noch sagen, kommt vorbei, macht mit, code4.de, furchtbare Webseite, da ist Google eingebunden, ganz böse, wird aber besser, ist gerade in der Überarbeitung, bald TM, also ist wirklich nur noch 2 Wochen oder so, und dann ist das fertig. Und natürlich in unserem GitHub-Repo, da passiert auch immer ganz viel, kann man mal vorbeischauen. Und sonst natürlich danke an alle Menschen, die sich überall in Deutschland irgendwie für bessere digitale Verwaltung einsetzen, an alle, die mir ausführlich erklärt haben, was sie gerade eigentlich in ganz Deutschland tun. Und natürlich alle Menschen, die mir Kabeladapter und so weiter geliehen haben, damit das hier überhaupt gerade funktioniert. Und natürlich alle Menschen, die alles organisiert haben und das Streaming hier möglich machen. Und Pico hat vorhin gesagt, in den Talks ist meistens ein bisschen Dystopie. Wir können noch ein bisschen Utopie hier reinbringen. Ich glaube, digitales Ehrenamt ist extrem wichtig und danke an alle, die da irgendwie bei helfen. So, das war's von mir. Und jetzt zu den Fragen. Okay. Ja. Okay, das heißt, ich schalte dann am besten meine Kamera. Ich bin jetzt auf Plus und habe einen Finger auf dem Push-to-Talk-Knopf. So, sofern es jetzt schon läuft, ich sehe jetzt hier alle Fragen, die ihr eingereicht habt und es werden minütlich irgendwie mehr. Ich fange einfach mal bei denen an, wo ein Plus 1 vorsteht. Von Rasil, eine Frage zum Standardformat. Warum CSV? Will man da nicht lieber JSON oder andere Formate nehmen, damit man die zum Beispiel über eine Webschnittstelle abrufen kann? Auf jeden Fall. Ich bin sofort bei dir und ich glaube, alle anderen applaudieren gerade. Wir wollen eigentlich noch viel mehr und im Idealfall sogar Daten, die dann auch untereinander verknüpft sind. Wir versuchen erstmal den Verwaltungen zu erklären, Excel ist nicht unbedingt das, was wir wollen und schon gar nicht mit solchen Zeilen, die dann übergreifen und für mehrere Spalten zuständig sind und so. Also deswegen versuchen wir erstmal zu sagen, bitte sowas wie CSV, was jeder öffnen kann. Und das ist schon schwer genug. Aber klar, jeder, der mit mehr was anfangen kann, kriegt auch bitte mehr Formate. Ja, genau. dann gibt es eine Frage mit plus 2. Ich sehe auch gerade, dass teilweise die Fragen im Chat schon wieder beantwortet werden. Also ich gehe jetzt einfach mal nur den Fragen nach, nicht den Kommentaren. So, plus 2. Habt ihr eine mentale Hilfe für mich, mich wohler zu fühlen mit dem Dings for Germany im Namen? Kann diese Frage auch lauten, warum nur Germany? Total gerne. Also wie gesagt, wir sind so ein bisschen entstanden als das Schwesterprojekt von Code for America und Amerikaner haben halt so gerne dieses lokalpatriotische noch mal ein bisschen anders als hier, beziehungsweise nationalpatriotisch. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, also grundsätzlich ist das halt einfach nur so in der Analogie entstanden. Es gibt auch ein Code for All, was wirklich international gibt. Es gibt Code for
Africa. Es gibt auch ganz viele andere Länder, die sich daran orientieren. Und wie gesagt, Afrika als ganzer Kontinent tatsächlich. Wen das stört, ist eine schwierige Sache. Wir überlegen auch immer, ob wir uns Open Knowledge Labs nur noch nennen, also OK Labs, und dann ist aber die Abkürzung wieder schwierig. Der eine tolle Idee hat, gerne her damit, aber ich glaube, es ist sau schwer, da was anderes zu finden, dass man noch weiß, was gemeint ist mit diesen ganzen Verknüpfungen und so. Aber wir finden es jetzt nicht so mega geil und ich glaube, also. Gut, dann mache ich einfach weiter. Vielleicht off topic. Welche Rolle spielt Sci-Fi Hub im Sinne von Open Knowledge fürs Klima? Ohne könnte ich meinen Aktivismus nicht durch Kompetenz ergänzen. Wie seht ihr das? Und Sci-Fi Hub? Ist damit Sci-Fi? Ach ja, das war meine Fehlerkorrektur, die nicht stimmt. Genau, ja. Sci-Hub. Also natürlich, ich würde sagen, es geht ja sehr stark in die Open Access Richtung. Also Sci-Hub ist eine Plattform, wo eben Paper veröffentlicht werden, die sonst von Verlagen eigentlich gegen Geld rausgegeben werden. Was so ein bisschen der Ansatz ist, okay, ist uns eigentlich egal, wir sagen, sollte alles frei sein. Den Ansatz unterstützen wir natürlich total und wir versuchen das eben auf dieser, würde ich jetzt sagen, Verhandlungsebene zu machen. Ich glaube, wir haben so ein bisschen festgestellt, dass es total schwer an allen Fronten gleichzeitig zu kämpfen und deswegen haben wir wirklich versucht, wie gesagt, es ist sau schwer, Menschen überhaupt zu erklären, was ist CSV und was ist das Problem an Excel, dass wir versuchen, vor allem daran zu gehen. Grundsätzlich alles frei, Open Knowledge, Open Access gehört dazu. Ja, super. Ich vielleicht schon mal nach draußen die Bitte, wenn ihr Fragen macht, je kürzer, knapper und präziser die sind, desto besser schaffen wir das da auch in der Abarbeitung. Komme ich jetzt zur nächsten. Frage, Kontext des Vortrags zu Klima. Ich sehe, du stellst dir eine neue Plattform vor. Open Data und die gemeinsamen Schnittstellen sind nicht neu. Der DWD, Deutscher Wetterdienst, macht Open Data, auch wenn das Format durch die Messgeräte nicht standardisiert ist. Man kann Klimadaten aus Morell-Rechnungen von Organisationen wie dem MPI, Max-Planck-Institut, erhalten. Man kann durch das WRF, Weather and Research Forecast Model, Local Model des amerikanischen Wetterdienst, auch eine Berechnung machen. Was ist denn damit? Ich sehe in dem Vortrag nichts zum Klimarelevanz. Ja, genau. Also es gibt noch total viele andere Projekte, wie zum Beispiel auch die Emissions API oder so, die schaut, okay, wie sind denn eigentlich Emissionen? Das waren jetzt einfach nur so ein paar Beispiele, was wir eigentlich tun, weil ich glaube, dass Code for Germany als Name immer mal wieder so ein bisschen auftaucht, aber man sich nicht wirklich da vorstellen kann, was jetzt eigentlich dahinter steckt. Und ich dachte, okay, ich nehme einfach so ein paar Beispielprojekte und zeige das ein bisschen auf. Das heißt nicht, dass auch nicht zum Beispiel jetzt gerade am Open Data Day, der im März war, total viele kleine Gruppen irgendwie gearbeitet haben mit Daten vom Deutschen Wetterdienst. Da ist jetzt halt aber nicht so eine Plattform rausgekommen, wie bei den Projekten, die ich gezeigt habe. Und ich glaube, das ist halt immer das Schwierige bei diesem ehrenamtlichen Engagement, dass man eben schaut, okay, wie kommt man tatsächlich zu vorzeigbaren Ergebnissen? Dann nächste Frage, ganz sicher off topic. Welches Mikro verwendest du? Der Ton ist sehr gut. Ah, das freut mich. Ich weiß gar nicht genau, welches das ist, aber Ton ist wichtig, ja. Können wir später nochmal klären. Okay, das trägst du hinterher auch in das gleiche Pad rein. Nächste Frage. Verwendet die Klimawatch-App Daten aus der Open Sense Map? Ich schicke da nämlich schon die Daten meiner Wetterstation, Temperatur, Feuchte, Luftdruck und Feinstaub hin. Gute Frage. Ich glaube, das sind nur die Daten, die tatsächlich aus der öffentlichen Verwaltung und eher so ein bisschen diese Prognosen mit einbeziehen. Beide Projekte kommen aus Münster. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass da trotzdem untereinander irgendwie Kontakt besteht. Denn vielleicht auch nicht in dem konkreten Projekt, aber es ist alles sehr nah beieinander. Und vor allem ist... So, nächste Frage. Bei lokalen Apps und bei solchen in Hackathons nervt mich ziemlich regelmäßig, dass da mehr Wert auf Präsentation als auf üblichen übersichtlichen Inhalt gelegt wird. Wie setzt man sowas wie Präsentationsminimalismus, zum Beispiel CSV statt JSON, durch? Boah, gute Frage. Ich glaube, das ist halt echt so die Sache, was ich halt meine, wo
wir einfach als Community irgendwie voneinander lernen müssen und dann auch irgendwie das weiter vermitteln wollen, wie man das tun kann. Das wollen wir übrigens gleich im Anschluss noch tun, einfach mal zu schauen, wie kann man denn irgendwie Open Data erklären und das zugänglich machen. Weil viele sehen einfach eine fancy App und sagen, boah, geil, toll. So, aber was genau für Anforderungen müssen eigentlich erfüllt werden, damit was wirklich nachhaltig ist? Wir wollen gleich ein paar Argumente sammeln. Wir haben dafür einen Big Blue Button Raum in dem Small Self-Organized Sessions. Ja, wie kann man das erklären? Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach echt schwer, Stück für Stück. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Also die wachsen auch schneller nach, ist nachwachsender Rohstoff hier im Chat. Verwendet lokalwirkt.de den OSM-Tag Opening Hours COVID-19? Boah, das ist eine okay, ich also unter, so dann kann ich direkt für den Stream sagen, die Antwort steht auch schon in dem String mit drin, hat jemand da eingetragen, ein Issue dafür ist offen, wird also kommen. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Genau. Nö, das ist alles genau perfekt. Ja, wie gesagt, für alles, was ich jetzt gesagt habe, das war so die Oberfläche angekratzt. Wir haben für alles GitHub-Repos und Issues und jeder darf herzlich mitmachen. Genau, nachher kommt ja auch noch ein Vortrag über GitHub. So, dann MP4 underscore 404 plus 3. Wie schwer ist es eigentlich, einen Kontakt mit dem Government herzustellen und diese zu überzeugen, Daten herauszurücken? Und welche typischen Gründe werden genannt, diese nicht herzugeben? Gründe möchte ich ganz klar verweisen an Frag den Stati. Ich glaube, bessere Übersichten von welche Gründe es gibt, warum man Daten nicht herausgeben kann, gibt's nicht. Also Frag den Stati.de da ganz klar. Die andere Sache ist, es ist sau schwer, vor allen Dingen ist die Frage, was verstehst du unter Government? Also an die Bundesregierung ranzukommen ist super schwer, vor allen Dingen, wir haben jetzt, glaube ich, alle gesehen, man sagt tausendmal, bitte macht freie Software, bitte macht offene Daten und dann kriegt man doch wieder irgendwas Geschlossenes und dann muss man sagen, nein, das ist nicht, was ich mit offener Software meinte. Aber in der lokalen Ebene, da haben wir es zum Beispiel tatsächlich geschafft, dass zum Beispiel Bonn super aktiv ist, mit auch so sehr naher Community-Bezug. In Moers geht total viel mit Namen. Im Rathaus findet immer der Hackday statt, wo dann auch irgendwie Leute von Code for Germany irgendwie hinfahren. In Ulm ist das Verschwörhaus natürlich ein ganz toller Punkt, wo das total eng aneinander rückt, diese ganze Code4-Sache und dieses Städtische. Ich selbst aus eigener Erfahrung, manchmal braucht man einfach die richtigen Leute, die man irgendwie anrufen kann und das muss man dann halt eben wissen. Und in Münster zum Beispiel, da arbeiten mittlerweile zwei Leute von Code for Münster bei der Stadt. Der eine ist zuständig für Open Data und der andere ist zuständig für Smart City. Das heißt, auch da versuchen wir einfach so ein bisschen reinzuarbeiten. Ist schwer, dauert. Aber vielleicht ist gerade die richtige Zeit, weil die Leute begriffen haben, wir brauchen Daten. Die Frage ist jetzt, wie? Und ich glaube, da müssen wir jetzt so ein bisschen schnell sein, dass man den erklärt. Offen, genau. Kannst du vielleicht konkreter benennen, was ihr genau macht, außer Anfragen an Gesundheitsämter zu stellen und die Messwerte aus PDFs auszuschreiben und maschinenlesbar zu machen? Nach etlichen Reizwörtern ist mir die konkrete informationelle Arbeit dahinter unklarer als zuvor. Des Weiteren ist mir nicht klar, zum Beispiel bei dem Wasserprojekt das Ziel sein muss, soll das Verhalten der Menschen zu verbessern. Im Wesentlichen ist das doch eine geschmackliche Frage als eine Entscheidung zwischen Umwelt zerstören und Leitungswasser trinken. Okay, das ist ja schade, dass das irgendwie nicht deutlich geworden ist. Also ich würde halt sagen, es gibt einfach so verschiedene Ebenen, auf denen wir versuchen, die Menschen abzuholen. Das eine ist halt wirklich, guck mal, wir sind irgendwie ein paar Coder und wir setzen uns zusammen und wir entwickeln irgendwie eine schöne Sache, damit Menschen direkt sehen, was ist denn hier los bei mir vor Ort sozusagen. In dem Fall dann, wie gut ist dann tatsächlich mein Trinkwasser? Und dann ist natürlich eigentlich das letzte Ziel, wo wir so ein bisschen hinkommen wollen, dass auch die Städte und Verwaltungen sehen, ach krass, wenn wir es schaffen, die Daten in den und den Formaten abrufbar zu machen oder die und die Schnittstellen zur Verfügung zu stellen, dann kann am Ende auch das und das bei rauskommen und deswegen sollten wir das machen. Das heißt also, unser eigentliches Ziel ist tatsächlich zu zeigen, wie nachhaltige Digitalisierung aussehen kann. Dass es eben nicht ist, wer hat das krasseste Startup mit den fancysten Apps, sondern wie ist die Infrastruktur dahinter?
was steht tatsächlich zur Verfügung? Ja, sehr gut. Nächste Frage. Koordiniert ihr euch bei lokalwirkt.de mit der deutschsprachigen OSM-Community? Die hat gerade bleibtoffen.de.ch.at basierend auf careserver.fr in Betrieb genommen. Das war Französisch. Ja, ich weiß, also wie gesagt, ich bin in keinem der Projekte tatsächlich direkt drin, sondern habe vor allem jetzt mit vielen Menschen einfach gesprochen, was sie dort tun. Und ich weiß, dass es da eine Kommunikation gab. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung oder wie tief die tatsächlich war. Also uns ist bewusst, dass es dieses andere Projekt auch gibt. So, aber da geht so ein bisschen dann auch die letzte Frage bis jetzt rein. Gibt es ein ähnliches Projekt in Österreich? Ist es möglich, das Ganze auf Mitteleuropa auszuweiten? Klar, größer, höher, schneller, weiter, immer. Nee, also es gibt soweit, ja, oh Gott, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, aber ich glaube, so ein Code for Österreich kenne ich jetzt bisher nicht. Aber vielleicht gibt es irgendwas in die Richtung und wenn nicht, kann man das auch sehr schnell gründen. So, also ich weiß nicht, welche Strukturen es gibt. Wie gesagt, bei uns, wir sind ja an die Open Knowledge Foundation hier angegliedert und eben ein Projekt von denen. Ich vermute, dass man das auch in Österreich tatsächlich irgendwie umsetzen könnte. Und wenn nicht, ganz ehrlich, einfach uns anschreiben, also einfach irgendwie sagen, hey, was ist los in, keine Ahnung, das kommt aus der Ecke so Unna und NRW, und dann einfach von dort aus weiterarbeiten. Ja, dann würde ich mal sagen, haben wir die erste Fragerung in diesem Remote-Format hinbekommen. Und ich muss ja, aber wir haben ja auch wieder total viel gelernt. Also A, dass irgendwie über 120 Leute gerade hier in dem Chat sind und irgendwie Fragen da live und vor allem auch Antworten direkt reingepastet haben, finde ich total interessant. Ich sag ja, digitale Ehrenamt, you rock, also auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, dann würde ich weiß nicht, sage ich jetzt als Herald an der Stelle, schalten Sie Ihren Fernseher nicht aus, gehen Sie auf Toilette. Wir freuen uns, wenn Sie um 17 Uhr oder wenn ihr um 17 Uhr wieder vor den Empfangsgeräten seid. Ja, nehmt den Müll mit und ja, guckt, ob bei euch alles links und rechts noch in Ordnung ist, so wie auf einer normalen Veranstaltung. Ja, dann ich gehe dann jetzt mal in diese andere Lounge und komm, wir sind dann gleich so um 17 Uhr wieder da. Danke, Julia. An der Stelle kommt immer so einen großen Applaus, a warm welcome. Yeah, jetzt an der Stelle was einspielen. Ne? Okay, tschüss.